Und natürlich der Superkracher am Ende der Staffel ist einfach, dass sie sich dafür entscheiden, die Reliquien zu klauen. Ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er sie klaut. Einen Plan, den wir leider nicht ausführen konnten, war, dass wir in Hinterrack die Reliquien tauschen. Das hätte ich so, so gern gemacht. Anstatt einfach die Reliquien zu stehlen. Was einen natürlich echt wahnsinnig macht, ist vor allem natürlich der Schluss, wo man sich für einen Plan entschieden hat und selbst dahin zu kommen war schwierig. Und dann, man ist einfach nur die ganze Zeit im, oh nein, hätten wir jetzt doch das und das machen müssen und einfach, was wäre, wenn durchgehend. Hätte ich sie so gern einfach kurz bevor die sich auf die Reise begeben, schön die Kisten oder so ausgetauscht und alle denken, das sind die Kisten, die sind jetzt auf dem Weg. Und dann gibt es noch die Ablenkung von dem Vater von HT, der ein paar Reiter losschickt in die andere Richtung. Und dann gibt es noch uns und wir haben eigentlich die Reliquien. Aber warum? Warum ist dir die Verteidigung der Reliquien so wichtig? Was ist ihr Ziel? Wir wissen, dass sie göttliche Kraft hat und die göttliche Kraft hat sie erlangt, nachdem der Tempel in Baling gefallen ist. Was bringt ihr das, dass sie jetzt da die Reliquien verteidigt? Fühlt sie sich vielleicht einfach nur schuldig, sage ich mal vorsichtig, dass sie jetzt die Kraft bekommen hat und möchte deswegen die Tempel verteidigen oder verfolgt sie auch ihr eigenes Ziel? Das war so ein schöner Plan, den wollte ich eigentlich so gern machen, weil ich dachte so, okay, dann sind wir endlich der Blutjaspis einen Schritt voraus, weil darauf kommen die nicht. Ja, ist dann alles ein bisschen anders gelaufen und jetzt stehen wir da. Allgemein der ganze Plan des Austauschens der Reliquien war ja unerwartet. Und damit auch das, dass die Helden an die Reliquien heran wollten und dann sofort einen Weg gesucht haben, dorthin zu kommen, hat er auch einfach mal gleich konfrontieren damit, dass Jaromir wahrscheinlich lebt, ihr Vater ihr halt Quatsch erzählt und da so wie so eine Straight Line durchlaufen. Wir haben uns natürlich dadurch, dass wir jetzt die Reliquien haben, dazu entschieden, sofort zu fliehen. Also hätten wir die nicht geklaut, wären wir dann sofort zum Besprechungsraum vielleicht gegangen oder hätten wir... Hat es irgendwas beeinflusst, dass wir dem Priester gesagt haben, ja, bitte verlegen Sie das nach vorne? Sie haben sich einfach dafür entschieden, sogar dem Priester zu sagen, die Vorverlegung der Reliquientransporte zu beantragen bei den Cardonels, was ja scheinbar auch passiert ist. Da haben sie schon Sachen ins Rollen gebracht, von denen ich nicht dachte, dass sie es ins Rollen bringen. Das Ding ist, wir wissen auch nicht, wer in der Besprechung ist. Und ich dachte mir so, ja, okay, wir schicken halt Hathä hin, die erzählt uns dann, wer da drin war und dann ist alles cool. Ich hoffe, dass sie uns das noch erzählen kann und dass sie nicht eine der Personen ist, die jetzt gerade vom Turm fällt. Und da schauen wir dann mal in Staffel 3, was draußen wird. Da fliegen ja gerade noch Leute aus dem Fenster, ne? Da oben. Besonders interessiert mich natürlich, wer aus dem Turm gefallen ist. Wir sehen jetzt zwei Körper, die, so wie ich das verstanden habe, etwas getrennt voneinander aus diesem Turm fallen, möglicherweise durch eine Art Explosion. Also am naheliegendsten natürlich, wer gerade aus dem Turm fliegt, wäre, wir sagen, Hathä und ihr Vater. Wir denken jetzt natürlich schnell an die vermeintlich Unschuldigen der Geschichte, dass Hathä und ihr Vater daraus fallen und von der Blutjaspis irgendwie aus diesem Turm katapultiert wurden. Es könnte sich auch etwas anders verhalten. Es gibt in meinen Augen ein kleines Indiz dafür, dass diese Explosion nicht von der Blutjaspis ausgeht. Sie passt in meinen Augen zu gut auf den Raum. Es handelt sich um einen Turm, ein Besprechungszimmer oben im Turm. Jetzt gibt es eine Explosion, die alles von innen nach außen schleudert. Das ist wie designed für einen Turm. Dann wissen wir von Hathä, dass ihr Vater an Apparaturen mit Magiemünzen arbeitet. Möglicherweise ist er ein Tüftler und hat viele verschiedene Dinge ausprobiert und könnte eine Art Verteidigungsmechanismus in diesen Turm installiert haben. Es könnte also sein, dass die Explosion von ihm ausging und ihm dadurch verschont hat. Dann müssen wir natürlich darüber nachdenken, wen hat es sonst getroffen, wenn nicht ihn. Andererseits kann es natürlich auch sein,
dass es vielleicht Latalas und Erwin sind. Oder vielleicht ganz andere Personen, von denen wir jetzt nicht von ausgehen, dass sie vielleicht in Hinterrack sind. Was wären eure Pläne gewesen? Wie wärt ihr mit dieser Situation umgegangen? Please tell me. Und bitte, könnt ihr vielleicht auch noch mal in den Kommentaren schreiben, wie wir diese fallenden Personen jetzt dann retten in der nächsten Staffel. Wir haben nichts bis jetzt, wie wir das schaffen können, aber bitte, falls euch was einfällt, go. Was allgemein super, super viel Spaß macht, ist, wenn alle hier im Team rumrätseln, was eigentlich gerade passiert. Es gibt einige Theorien, die in meinen Augen nur dadurch entstehen, dass wir zwischen den Folgen Witze reißen und uns über bestimmte Mechaniken lustig machen. Dadurch verändert sich irgendwie die Sichtweise auf bestimmte Dinge und so gab es den Gedanken, dass das Observatorium, was gebaut werden sollte, vielleicht dafür da ist, nicht um Monde zu beobachten, sondern um diese vom Himmel zu holen. Es könnte wirklich in jede Richtung gehen. Wie gesagt, die Blutjaspis muss ja nicht unbedingt böse sein. Warum wissen wir das? Oder woher sollen wir das wissen? Warum wollte ein Member, ein Mitglied der Blutjaspis Tilions Erinnerung löschen? Was hat Tilion damit zu tun? Und auf dem Seeweg wurde der liebe Tilion ja ganz schön angegangen. Und ich muss sagen, es ist echt krass gewesen, weil ich wirklich vorher nicht dachte, dass sie es schaffen, zu unterbrechen, dass Tilion seine Erinnerungen an Igor verliert. Die große Frage, die uns alle jetzt beschäftigt nach diesem Staffelfinale, ist, was hat die Eule gesehen? Arbeitet sie für den Feind? Wird sie kontrolliert? Können wir ihr vertrauen oder nicht? Ich hole mir Peanut wieder. Finger. Ja. Das Faszinierende für mich dabei ist gar nicht so sehr die Frage, in welchem Zustand sich die Eule jetzt befindet, sondern dass wir so unglaublich einfach davon ausgegangen sind, dass die Eule kein Problem für uns darstellt. Sie beobachtet uns am Höhlenausgang. Wir haben den Eindruck, die ist wahnsinnig wichtig, führt uns zum Feind, beobachtet uns, spioniert uns aus, sind uns also sicher, auf wessen Seite sie steht. Dann erscheint die Göttin Rey. Und ich meine, es war Dean, die gesagt hat, hey, die hat dafür gesorgt, dass die Eule frei ist und nicht mehr kontrolliert wird. Und wir haben ihr einfach vertraut. Ich frage mich heute, wie konnten wir denn so naiv sein? Also ich würde sagen, dass die Familie natürlich auch in gewissem Maße Dreck am Stecken hat, würde ich sagen. Oder zumindest gehen wir davon aus. Denn der Vater versucht ja den Tod oder das Verschwinden Jaromirs zu vertuschen. Indem er sagt, dass sie gestorben wäre, was sie ja nicht ist. Womit sie mich auch gekriegt haben, ist, dass sie Jaromir einfach keine 2 Millimeter getraut haben. Ich meine, ich weiß, sie war vielleicht ein bisschen merkwürdig schon von Beginn an, aber so viele Inside-Checks habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also da muss ich mir für die nächste Staffel, haben wir uns schon unterhalten, muss ich mir für die nächste Staffel was einfallen lassen, damit nicht alle 5 Sekunden auf Inside gewürfelt wird. Deswegen, wir wissen ja nicht, wie ich gerade erwähnt habe, wir wissen nicht, wer jetzt eigentlich die Bösen sind. Wenn ihr sehen könntet, was hier passiert, wenn die Kameras ausgehen, alles, was passiert ist, alle reden darüber, was sein könnte, was war, was sein wird. Und wisst ihr was? Das trägt sich weiter, sobald ihr während den Folgen dann einfach in die Kommentare schreibt und in den Live-Chat, ja, das ist so und so, weil, macht so viel Spaß. Wir können einfach lesen, was eure Theorien sind und vielleicht schafft ihr es sogar, das Richtige herauszufinden und den Spielern zu helfen, weil sie lesen immer mit, was ihr schreibt. Das ist so ein großer Teil von allem, dass wir einfach lesen können, wie es weitergehen könnte, weil wer weiß das schon? Keiner weiß. Die Theorien, sie sind groß. Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, was mit dem Schwert ist. Wir wissen nichts. Wer fällt da eigentlich gerade aus dem Turm? Zar. Wir wissen nichts. Keiner weiß es. Ich auch nicht. Da will ich gern noch mal ein bisschen tiefer graben. Aber das sehen wir leider erst in der nächsten Staffel.